Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße alle herzlich zu einer neuen Ausgabe des Kurier-Talk. Ja, Herr Bemus, Tennispräsidenten Österreich, hat einen neuen Tennispräsidenten. Seit gestern ist es Martin Ohneberg, der Vorarlberger, wurde am Donnerstagvormittag präsentiert und um im Sportler-Jargon zu bleiben, Volley hierher transferiert sozusagen. Herzlichen Dank für das rasche Kommen, Martin. Martin, mit welchem Gefühl gehst du an die Aufgaben heran? Wo sind noch kleine Baustellen, die du ausmerzen möchtest? Wo sind diese, sagen wir, positiven Eindrücke, die der alte Präsident, dein Vorgänger Magnus Brunner, hinterlassen hat? Wo kannst du da etwas mitnehmen? Ja, also vielen Dank für die Einladung. Vorweg einmal, ja, die Aufgabe. Erstens freue ich mich natürlich über die Aufgabe, weil, wie gesagt, ich bin leidenschaftlicher Tennisspieler. Habe in der Vergangenheit auch Staatsliga gespielt und bin auch staatlich geprüfter Tennislehrer. Also ich habe eine Leidenschaft zum Tennis. Auf der anderen Seite, wir haben das als Team, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Der Magnus hat eine sehr gute Performance hingelegt die letzten 15 Monate. Wir sind gemeinsam angetreten als Präsidium und haben uns auch einen Plan gegeben bis 2024, wo wir gesagt haben, was wollen wir entwickeln, wo wollen wir uns hinentwickeln. Da ist schon einiges am Weg, einiges sehr Positives. Einiges ist noch zu machen, selbstverständlich. Und ja, wir haben jetzt, ich habe auch eine Nachfolge im Präsidium mit Jürgen Roth, der wird den kaufmännischen, den wirtschaftlichen Bereich übernehmen. Der Jürgen Roth ist erfolgreicher Unternehmer, toller Netzwerker, leidenschaftlicher Tennisspieler, sogar mit einem ATP-Punkt. Und somit haben wir ein gutes Team mit der Elke Romauch, mit dem Georg Blumer, mit dem Jürgen Roth und mit meiner Wenigkeit. Und ja, und jetzt gilt es einfach an dem Weiterarbeiten und da freue ich mich drauf. Wird sicher spannend, wird eine Herausforderung, insbesondere natürlich auch zeitlich. Aber das werde ich schon hinbringen, gemeinsam mit dem Team, mit der Geschäftsstelle, mit dem Tommy Schweder und mit dem Jürgen Melzer. Und insofern bin ich ganz optimistisch. Das, was ich eigentlich jeden Präsidenten schon jedes Mal fragen muss, das ist das Bundesfördermittel, die Bundesfördermittelvergabe. Da ist der Tennisverband nur an 12. Stelle gereiht, obwohl er der zweitgrößte Verband in Österreich ist mit 180.000 Mitgliedern. Bis jetzt ist es noch immer nicht gelungen, da ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Wie kann man das schaffen? Wo kann man da den Hebel ansetzen? Ja, einerseits, glaube ich, kann man es durch Konsequenz, durch Professionalität. Das ist so eine Säule. Die zweite Säule ist sicherlich, dass man auch im Austausch mit der Sportminister, mit der Politik kommt und auch versucht, gemeinschaftlich das weiterzuentwickeln, weil am Ende des Tages Tennis, wie du gesagt hast, ist der zweitgrößte Sportverband. Wir haben 180.000 Tennis-Mitglieder in den ÖTV-Vereinen. Wir haben 75.000 Turnierspieler, 2.500 spielen für Preisgeld. Also das ist eine große Menge. Auf der anderen Seite haben wir intensiv daran gearbeitet, dass wir auch einmal die gesamtwirtschaftlichen Nutzen des Tennissports dargestellt haben. Also sprich, was bringt der Tennissport? Nicht nur jetzt die Sportindustrie, der Sporttourismus, die Restaurants, die Kantinen, alle, die sozusagen mit dem Tennis zu tun haben. Das sind knapp 680 Millionen Euro, also das ist substanziell. Auf der anderen Seite arbeiten rund 21.000 ehrenamtlich für den Tennissport. Also das sind ordentliche Summen. Und ja, und wir versuchen, wie gesagt, durch Professionalität einerseits, andererseits natürlich durch ein gewisses Lobbying und einfach auch durch sportliche Erfolge muss es uns gelingen, den Tennissport weiterzuentwickeln, das Verständnis zu schaffen, wie wichtig das ist. Ich glaube auch, dass wir da vielleicht Unterstützung vom Magnus haben werden in seiner Funktion als Finanzminister, weil er ja doch sehr sportlich, eine große Leidenschaft für den Tennissport hat. Und ich glaube, es geht nicht nur um den Tennissport, sondern es geht insgesamt, dass wir für den Sport mehr Budget freikriegen im Verhältnis zu anderen Bereichen, die sozusagen da gefördert werden. Und ja, das ist sicher ein großes Ziel, muss ich ehrlich sagen, weil wenn man natürlich mehr Mittel kriegt am Ende des Tages, kann man natürlich auch mehr investieren. Und wie gesagt, die wirtschaftliche Bedeutung auf der einen Seite, aber auch die gesundheitliche. Wir haben das auch erhoben. Der gesundheitliche Effekt ist, wenn der Tennissport sozusagen jetzt nicht so ein gesunder Sport wäre, das wären fast 75 Millionen Euro, die da verloren gehen würden. Also es hat einen positiven Effekt auch auf die Gesundheit der Menschen. Und insofern glaube ich, wenn die Politik die Notwendigkeit erkennt, wenn die Politik sieht, dass da professionell gearbeitet wird,
bin ich zuversichtlich, dass man auch versteht, dass man mehr Mittel braucht, und daran werden wir intensiv arbeiten. In den vergangenen Jahren, oder eigentlich war es fast immer so im österreichischen Tennis, dass man nicht alle Kräfte bündeln konnte. Vielleicht im vergangenen Jahr war es vielleicht ein bisschen besser schon, zumindest hatte man die Außenwirkung. Wie geht man damit um? Welche Kräfte will man ins Boot holen? Es ist die Akademie von Günter Presnik im Vorjahr ein bisschen gekürzt worden von Mitteln her. Gibt es da Gespräche mit der Akademie? Gibt es Gespräche mit Wolfgang Thiem und seiner Akademie in Dreiskirchen? Aber das sind ja nicht die einzigen Akademien. Es gibt ja viele in Österreich, auch der Andi Heider-Maurer hat eine in Tirol. Das ist nicht so weit von dir als Vorarlberger. Beginnen jetzt die Gespräche oder beziehungsweise haben sie schon begonnen? Also die Gespräche laufen die ganze Zeit. In der Vergangenheit hat das wesentlich natürlich der Magnus als Präsident und der Jürgen Melzer als Sportdirektor, der ist im ständigen Austausch. Ich gehe sehr, sehr offen, sehr idealistisch an die Funktion heran und ich sehe das als neue Chance. Ich glaube, das hat sich schon sehr gut entwickelt. Da kann man weiter dran arbeiten und natürlich muss es uns gelingen, sämtliche Stakeholder mit in die Tennis-Community zu bringen. Weil klar, für das ist Österreich einfach zu klein, dass man da viele, viele eigene Kuchen backen am Ende des Tages. Und das muss es uns gelingen. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam die Ziele definieren, wo wir hinwollen, und ich glaube, das ist relativ klar, wir wollen in der Spitze einerseits noch besser werden und breiter werden, und wir wollen in der Breite breiter werden. Das heißt, wir wollen mehr Menschen motivieren, zum Tennis zu beginnen. Wir wollen auf der anderen Seite den Spitzensport sozusagen noch mehr zur Spitze bringen. Und ich glaube, das ist das Ziel von allen Akteuren, die da aktiv sind. Natürlich muss man auch klar sehen, der ÖTV ist eine gemeinnützige Institution, ein gemeinnütziger Verein. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch teilweise deren beruflichen Tätigkeiten. Das muss man auch verstehen. Also die wollen natürlich dort mit der Geld verdienen. Aber nochmal, ich glaube, das begünstigt sich gegenseitig, das ladet sich gegenseitig auf. Und wir werden, also ich persönlich werde selbstverständlich den Kontakt suchen intensiv, ob das jetzt an Günter Presnik oder an Wolfgang Thiem oder ob das die Turnierveranstalter sind, die Familie Reichel oder der Herwig Strack oder der Alexander Antonitsch. Also da sind viele, auch an Thomas Muster. Der vieles Großes gemacht, Dennis, der Ronny Leitgeb, also da gibt es ja viele. Es gibt auch noch die Älteren, an Peter Feigl, an Hans Kari. Ich meine, im Endeffekt, glaube ich, sollten die alle einen positiven Zugang haben zum Tennis, weil am Ende des Tages will man den Tennissport weiterbringen. Und ich glaube, wir müssen uns nicht irgendwie ausrichten in der Öffentlichkeit oder wie auch immer, was der eine besser oder andere besser macht, sondern wir müssen einfach zusammensitzen, die Ziele abstecken und das sollte gelingen. Klar wird es nicht immer gelingen, muss man auch sagen. Es sind natürlich Persönlichkeiten zum Glück. Das sind ja auch Vorbilder für viele. Und wir wissen, Persönlichkeiten haben immer Eigenheiten natürlich, positive und negative. Aber nochmal, wenn man da einen positiven Zugang hat, und ich persönlich habe keine Eigeninteressen, mir geht es wirklich um den Tennissport. Und insofern gehe ich da mit positivem Zugang an die Sache ran. Du hast vorher den Ronny Leitgeb erwähnt, er ist da federführend bei neuen Challengern in Österreich. Man hat lange darauf gewartet. Im Vorjahr gab es zwei neue Challenger bei den Herren, Anif, und im September, glaube ich, war es Dullen. Heuer kommt Mauthausen dazu. Gibt es ähnliche Bestreben jetzt auch bei den Damen? Bei den Damen ist das größte Turnier seit Jahren Linz. Das zweitgrößte Turnier ist ein 25er ITF-Turnier in Wien. Aber dazwischen gibt es nichts, wo die Damen reüssieren könnten. Ja, also das ist sicherlich was, wo wir uns weiterentwickeln wollen, wo wir auch den Damen die Möglichkeit geben, einen Challenger in Österreich zu spielen. Daran arbeiten wir. Da werden wir mit den Veranstaltern natürlich sprechen. Der ÖTV ist dort ja auch überall von den dir genannten Challenger beteiligt. Und das ist einer der Ziele, die wir haben. Und die werden wir gemeinsam hoffentlich erreichen. Wie du gesagt hast, ich glaube, es ist uns gelungen. Wir haben drei Challenger in Österreich. Wir haben 19 ITF-Turniere für die 15 plus und 25 plus Damen und Männern. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt, wenn man sieht, was früher an internationalen Turnieren da war. Und ich kann mich immer erinnern, das war ein bisschen auch eine Kritik, dass man gesagt hat, na gut, die Einheimischen können nicht in Österreich internationale Turniere spielen, die müssen überall hinfahren.
Die können ihre Betreuer teilweise nie mitnehmen, weil es natürlich viel Geld kostet. Und jetzt haben wir die Möglichkeit. Und eins muss uns auch klar sein, und da braucht man wahrscheinlich Geduld. Das wird natürlich nicht alles jetzt von heute auf morgen zum Erfolg führen. Das ist Kontinuität. Die beweisen wir durch die Strukturen, weil die haben sich bis auf den Präsidenten nicht wesentlich verändert durch die Ergänzung, durch den Jürgen Roth. Und da müssen wir dran arbeiten und dass wir dann die sportlichen Erfolge einfach haben und dass wir da auch die Früchte ernten können. Die Spieler fangen auch deshalb zum Tennisspiel an, weil es sogenannte Zugpferde gibt im österreichischen Tennis, das Dominic Thiem. Wie sieht es da aus mit dem Davis Cup? Österreich spielt Anfang März in Südkorea. Es ist, glaube ich, nicht anzunehmen, dass der Dominic dort spielen wird, egal wie sein Gesundheitsstatus jetzt ist. Wie sieht es mit dem Finalturnier aus? Im Vorjahr war das Finalturnier die Vorrunde in Innsbruck, leider ohne Zuseher. Das war, hat man einmal die Riesenchance bekommen. Wir so eine Riesenchance noch einmal? Ja, also das war natürlich ein Riesenpech. Es war ein Riesenerfolg, dass man es nach Österreich bekommen hat. Da war auch wirklich federführend der Magnus, der das mit dem Herwig Stracker nach Tirol gebracht hat, mit den Landespolitikern gemeinsam und anderen Akteuren, die da unterwegs waren. Das war natürlich eine Niederlage, dass wir ohne Zuschauer gespielt haben. Wie das jetzt heuer abgehen wird, ob die Vergabe, wie die Vergabe und in welcher Form die Vergabe stattfindet, ist noch offen. Für uns gilt es jetzt einmal ganz klar, wir müssen in Korea hoffentlich, oder müssen, wir sollten in Korea gewinnen. Das wäre wichtig, dass wir uns qualifizieren. Und wenn wir uns qualifizieren, dann wäre das ein wichtiger Schritt. Und dann wäre es natürlich super, wenn wir den in Österreich die nächste Runde spielen könnten. Die Hauptrunde, wenn es in Österreich nicht geht, sondern irgendwo anders, dann werden wir woanders spielen. Wichtig ist für uns jetzt einmal die Qualifikation. Noch ganz kurz zum Breitensport. Unsere Zeit ist leider begrenzt. Gab es viele Austritte aus den Vereinen in dieser Corona-durchseuchten Zeit? Nein, ganz im Gegenteil. Das Tennis war insgesamt, Zeiten ist es schwer zu sagen, aber ein bisschen so ein Nutznießer von der Situation, weil natürlich Corona dazu geführt hat, dass viele behördlich geschlossen worden sind, viele Sportarten nicht so ausgeübt worden sind. Wir hätten auch gern mehr gehabt. Wir haben doch 1300 Spieler gehabt, die durchgespielt haben, Leistungsspieler. Wir haben auf der anderen Seite 70 oder 80 Hallen gehabt, die offen halten konnten. Wir hätten natürlich gern mehr gehabt, ganz klar. Aber ist uns halt auch nicht alles gelungen, was wir uns vorgenommen haben. Und insofern haben wir profitiert. Wir haben weitere Mitglieder in den Vereinen bekommen. Ist natürlich auch darauf zurückzuführen, auf den Dominic Thiem, der einfach als, wie du gesagt hast, als Zugpferd da ist, auf andere sportliche Erfolge. Und das freut uns natürlich extrem, weil wenn wir mehr Menschen motivieren können, in Tennissport zu gehen, dann haben wir auch die Chance, dass wir vielleicht mehr Dominic Thiems in der Zukunft kriegen. Das hoffen wir alle. Wir hoffen das Beste für den österreichischen Tennissport. Und ich hoffe, dass wir nicht mehr über Corona sprechen müssen. Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Einschalten und wie immer, bleiben Sie gesund. Das ist das Allerwichtigste. Bis zum nächsten Mal.